Rose Fröhlich, echter Patientenfall. Heute mit der Frage: Ist Dosenobst ungesund? Ich bin die Rose Fröhlich, Diätassistentin mit Kassenzulassung in eigener Praxis und komme zum Patientenfall zurück. Ich hatte eine Dame in der Beratung, die tatsächlich die Fragestellung hatte, ob dieses Dosenobst, wird ja sehr häufig immer verboten oder soll nicht gegessen werden oder ist ungesund oder ja, was ist da überhaupt mit? Also generell muss man erstmal sagen, dass Dosenobst ja etwas ist, was ich haltbar mache. Das heißt, die Dose oder ob ich die Früchte im Glas habe, die sind ja im Glas oder in der Dose für die Haltbarkeit. Das nicht, um die Leute zu ärgern da draußen oder, oh Gott, da ist so viel Zucker drin, sondern das hat erstmal was mit Haltbarkeit zu tun. Also irgendjemand ist ja auf die Idee gekommen, das da reinzupacken, damit es länger hält. So, das ist der Ursprung. Das heißt, immer wenn ich etwas haltbar machen will, brauche ich immer Zucker oder natürlich auch andere Sachen. Salz zum Beispiel, je nachdem, oder Essig. Der Hintergrund von Zucker im Obst ist ja jetzt, also Salz oder die anderen würde man ja bei Gewürzgurken und sowas haben. Bei dem Obst ist es so, dass ich das im eigenen Saft sozusagen garen kann. Also da kommt der Flüssigkeit zu, dann entsteht der eigene Saft. Und dann kann ich sozusagen in die Dose abfüllen und der Hintergrund ist ja, dass es dann haltbar gemacht wird, weil der Sauerstoff da nicht mehr rankommt, genauso wie beim Glas. Wenn das eingeweckt wird oder heute natürlich industriell, dann habe ich die Situation, dass die Bakterien nicht mehr so wachsen. Wenn ich das aber gare, also in Flüssigkeit zubereite, habe ich weniger Ballaststoffe drin. Manchmal sieht man ja bei Pfirsich zum Beispiel auch, dass die Haut, die drumherum ist, auch nicht mehr bei dem Obst bei ist. Und diese Ballaststoffe, die wichtig für den Magen-Darm-Trakt sind, für den Stuhlgang zum Beispiel, die sind tatsächlich nicht mehr vorhanden oder nur noch geringer vorhanden, weil eben das Obst gegart wird. Und daher hat es einfach eine andere Konsistenz und auch einen anderen Geschmack. Vitamine sind natürlich auch nicht alle hitzestabil. Deswegen ist natürlich auch da etwas weniger an Vitaminen drin, wenn ich jetzt etwas Obst aus der Dose oder dem Glas nutze. Aber trotzdem kann man das natürlich nutzen, auch wenn es eine andere Konsistenz hat. Ist es ja manchmal so, dass man genau diese Konsistenz haben will. Zum Beispiel Mandarinen aus der Dose werden ja ganz häufig genutzt für Kuchen zum Beispiel. Oder wenn ihr Pfirsiche aus der Dose habt, die kann man wunderbar pürieren, zum Beispiel für eine Fruchtsoße oder Erdbeeren, Kirschen, also alles, was euch einfällt, an Obst, was man gerne mag. Und dann ist es so, dass manchmal das Obst noch zusätzlich Zucker enthalten kann. Da muss man eben immer gucken, auf der Dose, auf dem Glas, was habe ich da jetzt drin? Und natürlich auch Ersatzzuckersorten, die wir heute verwenden, können, die manchmal verwendet werden. Daher muss man tatsächlich immer das Glas umdrehen oder die Dose umdrehen und ihr müsst in den Nährwertangaben gucken, ob da noch was zusätzlich drin ist oder nicht. Ich empfehle immer, wenn man diese Konsistenz von Obst nutzen möchte, Menge ist entscheidend und die Dose in der Regel im eigenen Saft kaufen, weil dann habe ich den eigenen Fruchtzucker, der eh aus dem Obst kommt, der dann in die Flüssigkeit, das ist ja meistens Wasser, übergeht und in dem Zusammenhang habe ich sozusagen dann nicht zusätzlichen Zucker noch. Also das ist immer etwas, finde ich, wo man bei der Dose gut oder bei dem Glas immer gut aufpassen kann. Das heißt, am Ende ist es so, es ist nicht ungesund, ihr dürft es gerne essen, die Menge ist entscheidend. Wenn ich jetzt ein ganzes Netz, hat ja vorhin hier die Mandarine in der Hand, wenn ich ein ganzes Netz Mandarinen am Abend aufesse und es eben nicht zwei Handschalen voll Früchte sind, sondern weil es mehr ist, dann wird immer ein erhöhter Anteil an Fruchtzucker sozusagen erhöht den Blutzucker und diese erhöhte Zuckermenge, auch wenn die Leute zum Beispiel Wassermelone essen, dann geht der Anteil Blutzucker hoch, dann kommt die Insulinkaskade hinterher, um den Zucker in die Zelle zu schleusen und wenn ich die Muskelzellen oder überhaupt die Zellen mit Zucker schon befüllt sind, weil ich schon genügend Obst gegessen habe, dann wird der überschüssige Anteil an Fruchtzucker über die Leber schneller zu Körperfett umgewandelt. In der Regel sind aber zwei Handschalen voll, zum Beispiel Obstware, also das, was ihr wirklich essen könnt, völlig okay pro Tag, wenn man die nutzt. Man kann natürlich auch zwei Stücke Obst nehmen, also einen Apfel, eine Orange, eine Banane, wäre so ein Stück Obst. Und man sagt immer, dass man ungefähr zwei Stücke Obst, wer es mag, pro Tag gerne nutzen kann, pro Person. Das heißt, zwei Handschalen voll
Frischfleisch oder sozusagen, ja, wie sagt man denn jetzt überhaupt? Obst geschnitten, machen wir es mal ganz einfach, oder eben die zwei Stücke. Alles, was mehr ist, weiß man eben heute, kann dann eben zu Körperfett umgewandelt werden. Deswegen diskutiert man das Obst. Also Menge ist entscheidend. Baut es gerne ein, wenn ihr das geschmacklich mögt. Ne, ist ja eine gute Möglichkeit, auch mal, wenn ich keine Frischware da habe oder einfach auch die Geschmackskonsistenz nutzen möchte. So, ihr Lieben, ich hoffe, also nichts ist ungesund an Dosen oder Glasobst. Wer selbst einmacht, hat man ja früher auch gemacht mit diesen Weggläsern und ähnlichen. Perfekt. Also, ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag. Ganz lieben Dank fürs Zuhören. Ich ja, freue mich auf euer, ne, ihr wisst ja, Plusweg, abonnieren, je nachdem, wo ihr mich seht. Und habt einen schönen Tag noch. Bis zum nächsten Mal, eure Sandra.